Und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ja, ich glaube, wir haben ein klitzekleines Problemchen. Ich habe mir das schon gedacht. Denn ich habe so einiges gehört. Wir können keine das hätte doch besser wissen Stärke mehr lernen. Ich habe ich leg das Ding gerade mal ab. Und guck mal, ob der, der gute Herr Brutus uns jetzt irgendwie Stärke beibringen kann. Hey! Ansonsten. Geht's dir. Ich hau ab. Ja. Ansonsten haben wir ein Problem. Und es sieht fast so aus. Ich hab da meine eigene Meinung. Als hätten wir nur ein Problem, denn wir haben jetzt gerade niemanden. Der uns das Stärke beibringen kann. Nicht, das hast du nicht gewusst. Denn der Feroz zeigt ein guter kann, warte mal, vielleicht geht das noch. Geht noch eins. Du verlangst mehr von. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Zwei. Wird sich das jemals ändern? Du verlangst. Haben wir jetzt schon? Warte mal. Hey, du. All denen, die seine Weisheit erkennen. Ein guter. Noch mehr Ärger kann ich dann nicht müsste ja eigentlich einer noch gehen. 89. Wird die Gerechtigkeit es ist blöd, dass das immer wechselt hier. Man darf halt nicht alles glauben, was ich kann den. Okay. Ich hätte das anders gemacht. So, nun haben wir jetzt normal 90 und können jetzt unser Schwert, glaube ich, wieder anlegen. Ja, welch ein Glück. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst okay, hast. Frankos Amulett legen wir auch wieder an. Sehr ja, schön. Dann haben wir doch kein Problem, denn wir haben es gelöst. Ganz gekonnt. Jetzt brauchen wir einen Alchemietisch, um das Auge Innos wieder aufzuladen. Plum. Schnaps brennen, aha. Auge Innos wieder auffüllen. Okay, das Auge pulsiert voller Energie. Super. Dann können wir uns zum nächsten Drachen besiegen, zum nächsten Drachen begeben, der allerdings wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu besiegen sein wird, wie der von letztem Mal. Denn beim letzten hatten wir ja Hilfe und jetzt kommen wir hier nicht runter, oder was? So. Au. Gut, warte mal, ich will mal gerade. Haben wir eine Karte von hier? Da oben ist der Eisdrache links. Den im Sumpf haben wir. Was gibt's denn noch? Den Feuer gibt's, glaube ich, noch. Gibt's nur drei oder gibt's vier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hab grad keine Ahnung. Warte mal. Aber na. Drachen aus Eis, ja, ja. Oh, was ist denn das? Warum kommen wir denn hier nicht? Ja, dann stürzt halt da auch nochmal runter. Das ist. Oh Mann, Kerle. So. Ich hoffe, inständig, dass wir dieses Mal ein paar Minütchen vielleicht länger aufnehmen können. Und dass es sich nicht verabschiedet. Welchen machen wir denn jetzt am dürfsten? Ich glaube, wenn man nach da hinten. Wohin geht's denn da zum Feuer, glaube ich? Feuer und Eis. Es gibt, glaube ich, nur drei Drachen. Kann das sein? Oder gibt's noch einen da irgendwo bei Xardas bei dem Turm? Oh, okay. Xardas Turm ist erstmal egal, würde ich behaupten. Oh, Scheiße, ey. Au, 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 au. Geht doch weg, lasst mich doch. Ich hab euch nichts getan.
Es ist alles nicht meine Schuld. Wirklich nicht. Alles die Schuld der Snapper hier. Die sind schuld. Das ist auf jeden Fall zu weit entfernt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja. Das wäre ja auch mal was ganz Neues gewesen, wenn du vom Schlösserknacken hier irgendwas verstehst, Kollege. Okay, wir haben noch 3 Lernpunkte. Für Stärke brauchen wir aber wirklich einen anderen Lehrer. Ich habe gerade keine Ahnung, wer uns das noch beibringen kann. Wirklich nicht. Und wir hätten vielleicht von irgendjemandem nochmal Heilung kaufen sollen. Naja. Nur ist rum. Jetzt haben wir halt keine Heilung. So, da oben ist auch irgendwo dieser Hosch-Pack-Dingsbums-Typ. Wir können es ja gerade mal versuchen, aber ich glaube, das wird nichts. Ist er das schon? Nee, ne? Es wäre von Vorteil, wenn wir vielleicht irgendwie mal einen Einzelnen anlocken könnten, aber das funktioniert ja hier, ja. Funktioniert ja hier nicht. Scheiße, ey. Wie zum Teufel soll man gegen 2 Orks eine Chance haben? Diese Frage stellt sich mir noch immer. Das Einzige, was wir versuchen könnten, wäre den irgendwie mit irgendeinem Super-Magie-Zauber jetzt hier beizukommen, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas Tolles haben. Eiswelle vielleicht. Versuchen wir mal. Wir locken mal 2 an. So. Oh. Das funktioniert ja fast gut. Aber noch nicht gut genug. Das kann man vergessen. Wie soll man das schaffen? Wie soll das gehen? Es ist einfach echt. Wie soll das funktionieren? So als popliger Paladin. Wie soll man das schaffen? Da oben hängen noch 5 Orks ab. Das ist, ja, genauso toll wie da unten. Oh Mann. Komm, hopp. Und hopp. Und das hat's jetzt wahrscheinlich auch total gebracht. Hopp. Funktioniert das so? Das sieht sogar fast so aus. Ist der da hinten alleine? Nee, ne? Riskiere noch mal einen Blick, aber da müssten wir schon ein Superheld sein, um das jetzt so zu schaffen. Da schnauft schon ein weiteres merkwürdiges Biest. Hui! Du spinnst wohl! Der Typ blöd. Ja, es geht sogar. Okay, na komm schon. Komm schon her. Das klappt total gut. Na komm schon. Komm. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Du Sack, du. Und nicht mal was dabei und noch nicht mal die Truhe, die war. Oh, die kann man sogar öffnen, ist ja.
Ulmenbogen. Gut, er ist wenigstens was wert. Und da liegt ein Ling, 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 Ling. Aber wir haben so viele Ringe, dass ich schon gar nicht mehr weiß. Schutz vor Waffen. Dass ich schon gar nicht mehr weiß, was wir hier überhaupt... Der Ring gehört mir. Ah! Stärkebonus 3. Hier, joch. Das ist an sich ganz toll, wenn wir denn nochmal eine Stufe steigen und das Einhandtalent nochmal erhöhen können. Denn ansonsten haben wir wieder nur Kämpfer und das ist nicht so toll. Denn damit kann ich nicht umgehen und dann verkacke ich noch mehr als jetzt. Und jetzt sag mir bitte nicht, das hat hier überhaupt gar nichts gebracht, dass wir hier hoch sind. Doch, es hat was gebracht. Denn wir sind irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt überhaupt sind. Huch. Ich gucke mal. Aber da oben steigen Flammen auf und das sieht dann dementsprechend so aus, als ob wir hier... Als ob wir hier irgendwie richtig wären und vielleicht auf einen Drachen treffen. Was war das für ein Trank? Ein nützlicher? Bist du ein nützlicher Trank gewesen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bist du vielleicht ein nützlicher Trank? Nein, auch nicht. Gibt's hier überhaupt mal irgendwas Nützliches? Außer irgendwelche blöden Feinde da oben schon wieder, die zu fünf da abhängen und uns doch nur wieder auseinandernehmen wie sonst was. Ja, klar, Feuerwaran auch noch. Ja, das ist total klar. Das ist einfach... Das muss so sein. Und ein Feuergolem natürlich auch noch. Klar. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Immer her damit. Und da liegt irgendwas, keine Ahnung. Ja. Gut, 3 auf einmal, das ist eine gute Zahl, das ist zu schaffen. Das soll wohl echt ein Witz sein, ne? Okay. Wenn das Kampfsystem ja nicht so bescheuert wäre, könnte man das vielleicht sogar schaffen. Aber man kann zwischen 3 Feinden einfach unmöglich hin und her wechseln, um da irgendwas zu blocken. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach so gut wie unmöglich. Es geht einfach nicht. Ich renne jetzt mal hier lang. Jawohl. Genau, dann kommen die natürlich da durch den Busch. Das ist ganz, ganz einleuchtend. Ach, was macht das Spaß? Es ist einfach total fair, dieses Spiel. Dass man jetzt hier steht und, tja, und sich fragt, wie soll man das lösen? Wie soll man das lösen, ohne irgendwie, keine Ahnung, nochmal 5 Stunden damit zu verbringen, irgendwie zu leveln, damit man hier ansatzweise irgendwann mal stark genug ist, hier irgendwas zu reisen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir unsere letzte Eiswelle dafür verbraucht, für die 3 Kerle hier. Jetzt kann ich nur hoffen. Dass nicht noch 5 davon kommen. Auf einen Schlag. Aber wie ich das Spiel kenne,
kommen da mit Sicherheit noch ganz, 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 ganz viele und natürlich alle auf einmal. Entschuldigung, wenn ich motze, aber manchmal muss man auch motzen. Besonders, wenn Spiele zu einem unfair sind. So wie du, liebes Gothic 2. Du bist sehr unfair zu mir gerade. So unfair, dass ich den Kerl jetzt hier zu Tode mäste. Da ist nichts zu holen. An sich ist es ja in dieser Hinsicht schon mal fair, dass es sich jetzt nicht irgendwie, dass es nicht abkackt. Das ist schon mal... Was war das denn? Oh nein, hat's ihm alles rausgehauen unten an Leben. Der arme Kerl. Und müssen wir jetzt nochmal alles fressen? Nee, ne? Ich hatte, glaube ich, gespeichert. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es ja in der Hinsicht schon mal fair, dass es jetzt nicht abgekackt ist irgendwie. Das ist schon mal... Ist schon mal von Vorteil. Aber... Ja. Genau, Feuerball kannst du ausschmeißen. Aber es ist in dieser Hinsicht einfach unfair, dass... Ja, dass die Gegner einfach manchmal knüppelschwer sind. Und wenn wir das jetzt nicht packen und wir nochmal hierher müssen, dann, machen wir das ganz einfach mit Zauberei. Dann decken wir uns mit Zaubersprüchen ein. Oder holen uns, weiß ich nicht, machen das mit der Klaue Belias, machen die erstmal klar. Und so ein Zeug. Denn, ja, jetzt können wir uns zwar hier nochmal so ein Skelett erschaffen. Dann könnten wir uns hier auch nochmal ein Goblin-Skelett erschaffen. Reicht natürlich das Mana nicht. So, 0 Goblin-Skelett und dann können wir mal versuchen, ja, diesen witzigen Freund hier oben irgendwie zu erledigen. Jo, dann kommen auch noch 2 davon. Das ist natürlich so logisch, dass ich erstmal vor Freude natürlich mein Goblin-Skelett töte. Jo. Haben wir noch was, um den anzulocken? Warte mal. Wenn wir jetzt damit natürlich noch treffen würden. Er bewegt sich schon, aber er kommt einfach nicht. Hallo? Soll das jetzt ein Witz sein? Komm. Genau, greif du auch nochmal an. Tut mal was für euer Geld. Schlecht. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ey, Leute. Das ist jetzt einfach nicht... Nicht wahr, ne? So. Jetzt aber. Bringt uns der vielleicht irgendwas bei dem? Ja. Das ist, als ob wir ihm mit einem, weiß ich nicht, irgendwas ins Gesicht pupsen. Das bringt so gut wie überhaupt gar nichts. Leute, ey. Aber der... Hauen wir schnell ab. Denn der Golem ist irgendwie festgefroren. Oder tot oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall steht er da oben und bewegt sich keinen Zentimeter mehr. Könnte von uns jetzt von Vorteil sein, dass wir uns da durchschleichen können. So, wir essen jetzt erstmal alles hier auf, was wir haben.
gute Feldrübe. Ja, das bringt jetzt alles hier so nix. Können wir noch literweise Wasser saufen, aber das dauert zu lange. Da sitzen wir morgen hier noch. Das bringt auch nichts. Wir müssen unsere Henke tränken. Die guten Henke. So, aber wie ich den Golem natürlich da oben kenne, den alten Schlingel. Sobald wir da jetzt vorbeilaufen, bewegt er sich wieder. 100 pro. Da könnte ich den toten Drachenjäger da drauf verwetten, dass der sich wieder bewegt. Bleib da. Aber er hängt fest. Er hängt wirklich fest. Er brennt und hängt fest. Okay, er hängt nicht fest. Wow. Hui. Das war ein spektakulärer Tod. Oh, Leute. Wie können denn Gegner einfach nur so fies sein? So, ist da jetzt einer? Oder sind das wieder fünf von den Echsenviechern? Wir werden es jetzt genau in diesem Moment erfahren. Es sind natürlich 5000. Oh Leute, ey, das macht echt gerade keinen Spaß, muss ich sagen. Das macht keinen Spaß gerade. Man kann sie halt auch einfach nicht einzeln anlocken. Das ist irgendwie unmöglich, die da anzulocken. Die reagieren gar nicht auf meine Armbrustschüsse. In keinster Weise. Da könnte ich jetzt auch mit der magischen Armbrust, da steckt ihm der Pfeil sogar im Hintern. Und er reagiert einfach nicht darauf. Erst sobald die mich im Ziel haben, irgendwie kann ich die mit Armbrustpfeilen beschießen. Das ist wahrhaft sehr gemein. Oder? Also ich finde das fies. Ich finde das nicht nett. Ja, gut, können wir nicht nehmen. Boah, Feuerpfeil haben wir noch. Feuerpfeil. Hallo? Also. Funktioniert das? Locken wir natürlich auch wieder alle drei an. Selbstverständlich. Wow, nur zwei. Könnte man sogar schaffen. Wow, ich glaub's nicht. Das ist echt geschafft. Nichts da ist. Jetzt können wir uns natürlich nicht mehr heilen. Drei magische Kreisrunen. Super. Dann, ne? Bringt das irgendwas? Wow, cool. Nicht schlecht. Bringt sogar ordentlich was. Mensch, dann haben wir vielleicht sogar noch eine Chance. Jetzt wartet ja nur noch einer, oder? Oder kommen jetzt doch wieder drei? Vielleicht überlegt sich das Spiel es ja doch anders. Aber ich glaube... Ich glaube, es sieht so aus, als ob es nur noch einer ist. Nein, natürlich nicht. Natürlich sind es... Ist es nicht einer, sondern zwei. Und da kommt schon der... Scheiße. Jawohl. Hui. Und nochmal. Einmal haben wir noch. Und einmal... Oh, du brauchst sogar noch schwere Wunden heilen. Mensch, damit mache ich dir jeden Drachenblatt hier. Aber wenn das so weitergeht, steigen wir auch gleich nochmal eine Stufe. Weil hier kommen doch mit Sicherheit noch welche. Können die nicht mal zum Teufel einzeln kommen? Ist das nicht möglich bei euch? Oh, kein Mana.
Kein Mana, Mana. Babibidibi. So. Einmal Mana. Hui. Yep. Ah. Zack. Oh je, oh je, oh je. Hm, noch welche? Oh, okay. Keine mehr. Der, nächste Kollege wartet auf uns. Aber gemeinerweise versuchen wir das in der nächsten Folge. Also, bis denn. Tschüss.